Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch das Video hier auf dem Kanal gefallen, würde ich mich über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, schauen uns jetzt den Item-Shop an. Heute haben wir ein neues Paket wieder im Shop für 10 Euro, also 9,99 €. Dafür bekommt man allerdings auch 1000 V-Bucks und dann eben halt den Skin mit zwei Stilen sowie noch das Backpack dazu. Sieht auf jeden Fall eigentlich ganz nice aus. Dann haben wir von gestern noch den Aurum-Skin. Dort einmal die Goldkönig und dann die Variante ohne Schimmer. Ebenfalls natürlich beim Gleiter mit diesem Schimmer und dann einmal ohne Schimmer. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Dann haben wir als nächstes auch noch den Fensterbomber-Skin. Dazu die Donneros Spitzhacke, die ist auch reaktiv. Ich glaube, umso häufiger man schlägt, desto stärker leuchtet das vorne oder es hat irgendwas mit Damage zusammen. Aber auf jeden Fall leuchtet dann zum einen das Horn ein bisschen mehr und hier vorne kommt, glaube ich, etwas mehr von diesem Nebel raus. Dann haben wir noch dazu den Glyphe der Dunkelheitgleiter und dann als nächstes haben wir dann noch den Mistania Skin. Ich weiß gar nicht, warum der steht wieder da. Ich glaube, so lange war der jetzt auch nicht mehr im Shop. Ist ja auch erst in Season 2 eingeführt worden. Deshalb eigentlich gar nicht so lange nicht im Shop gewesen. Dann haben wir auf jeden Fall als nächstes den Vulture Skin. Dann die Zündkerzenkünstlerin. Dann haben wir als nächstes den Stock Sauer Emote. Für 500 V-Bucks muss man ehrlicherweise sagen, dass das ziemlich wenig ist, was hier animiert wird. Es hätte auch locker eigentlich ein grüner Emote sein können. Ist aber für 500 V-Bucks schon sehr, sehr teuer. Dann haben wir als nächstes die Schalenschläger Spitzhacke. Dann noch den gut geölt Emote. Und als letztes haben wir dann noch den durch die Decke Emote. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.